So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich wollte kurz mal erklären, wie man sich Desinfektionsspray selber machen kann. Das ist so simpel und einfach und schlicht und ergreifend wirklich eine ganze Kleinigkeit. Paar Takte zu den Hintergründen, bevor mir unterstellt wird, ich möchte hier gerade Panik verbreiten. Das Gegenteil ist der Fall. Ich möchte gerne versuchen, möglichst keine Panik zu verbreiten, denn das Fehlen von Desinfektionsmitteln, dass das schwierig zu kaufen ist oder unglaublich viel Geld kostet, ist nun wirklich überhaupt kein Grund, sich Sorgen zu machen, denn das ist simpel selber zu machen und funktioniert, ich sage jetzt nicht genauso gut, man hat auch nicht die Bestätigung, das Recht, den Hersteller zu verklagen, sollte es nicht funktionieren, und die Garantie, die gibt einem halt keiner, wenn man es selber gemacht hat, aber das funktioniert auch. Das funktioniert auch und ich behaupte, es funktioniert genauso gut. Ja, mag sein, dass das nicht selbst, dass das industriell hergestellte, das professionelle länger hält. Ja, und es ist sicherlich hautfreundlicher in der Anwendung. Ja, das sind die Vorteile. Aber funktionieren im Sinne von das töten, was man tot haben möchte, wobei töten ein schwieriges Wort ist, das zerstören, was man zerstört haben möchte, das tut auch improvisiertes Desinfektionsmittel, und deswegen braucht man wirklich wegen dem Fehlenden sich überhaupt keine Sorgen machen. Das ist kein Grund. Paar Takte zum Desinfektionszeugs an sich. Was wollen wir damit desinfizieren? Naja, so diesen einen speziellen Virus, der gerade Angst und Schrecken verbreitet. Und wie kriegt man den kaputt? Na, so ziemlich mit allem. Das ist nämlich ein normaler, behüllter Virus. Grundsätzlich ist so eine Hülle für Viren eigentlich ein Vorteil, dass sie sich von der Umgebung ein wenig abschotten, ein wenig schützen können. Aber so eine Hülle ist auch leider dahingehend ein Nachteil, also leider für den Virus, gut für uns, dass sie recht schnell kaputt zu bekommen ist mit verschiedenen Stoffen, die eben diese Hüllproteine, Capsid nennt sich das Zeug ja, angreifen. So. Und einer dieser Stoffe steht hier in der dekorativen grünen Flasche, nämlich Spiritus. Und in Spiritus ist drin, vielleicht steht es hier irgendwo, wie viel Prozent der hat. Nö, steht natürlich nicht drauf. Hergestellt in Deutschland. Normalerweise haben Spiritusse, glaube ich, irgendwas um die 96, 94 bis 96, irgend sowas um den Dreh. Jetzt gehen wir doch spaßenshalber einfach mal von 95 aus, dass der hat Prozent Alkohol, und zwar genau Ethanol. So, und Ethanol führt jetzt dazu, dass wir quasi ein Wasser kriegen, das wasserlöslicher als Wasser ist, wenn wir da einen hohen Anteil von Alkohol reingeben. Weil in reinem Wasser, da bleibt so ein Protein eben in der Struktur, dieses Hüllenprotein unseres Virus, in der Struktur, in der es sein soll, und somit funktioniert die Virushülle und der Virus ist gegen die Umgebung geschützt und ist weiterhin infektiös. Ne? Wenn wir jetzt hingegen dafür sorgen, dass das Wasser noch löslicher ist als Wasser, und weil es halt dann kein Wasser mehr ist, sondern vor allen Dingen Ethanol, dann löst sich eben in diesem Ethanol quasi auch die Struktur des Oberflächenproteins auf. Die Sachen, die das Protein zusammenhalten, halten dann nicht mehr. Der Kleber, der das Ganze zusammenhält, löst sich sozusagen auf. Das Protein quillt auseinander, wird zu einem dünnen Faden und löst sich immer mehr auf und hat keine besondere Struktur mehr, und damit ist die Hülle unseres Virus im Eimer. Damit ist das Erbgut freigesetzt, unseres Virus, und dieses Erbgut praktischerweise löst sich dann auch in hochkonzentriertem Alkohol ebenfalls noch auf. Davon abgesehen, ohne die Hülle kann der Virus sowieso nirgendwo andocken. Wenn er nirgendwo andocken kann, kann er auch nirgendwo seine böse RNA injizieren. Und das sind so ein bisschen die wissenschaftlichen Hintergründe. Das bedeutet, ein einfacher Virus, wie eben dieser böse Angst- und Schreckenvirus, der derzeit die Welt heimsucht, der ist mit Alkohol ganz einfach kaputt zu kriegen. So, jetzt hat man vielleicht schon mal gehört, ja, mit Alkohol desinfizieren geht so aber nicht, weil wenn das zu viel Alkohol ist, dann kriegt man damit die Viren gar nicht kaputt, also zu hochprozentig. Das ist tatsächlich richtig, weil wenn man versucht mit 96%, glaube ich, oder mehr Viren abzutöten oder Bakterien oder sonst wie, dann bildet sich an der äußeren Zellmembran oder der äußeren Capsidschicht in irgendeiner Form, das ist auch ziemlich kompliziert und ich gebe zu, ich habe das auch nur zur Hälfte verstanden, das reicht aber, um zu wissen, dass das so ist,
bildet sich dann sozusagen eine Schutzschicht und der Virus oder das Bakterium wird eingekapselt im Alkoholgerüst, ja, und schützt sich quasi damit davor, dass weiterer Alkohol in ihn selbst eindringt. Und damit ist er eher konserviert als getötet oder kaputt oder sonst wie. Und das heißt, wir müssen also, wenn wir mit Alkohol desinfizieren möchten, Alkoholkonzentration jenseits der 60 und unterhalb der 90, besser noch ein bisschen unterhalb der 80 oder um die 80 verwenden. Das ist auch schon das ganze Geheimnis. Und sobald man irgendwelche Alkoholkonzentrationen zwischen 60, also Ethanol jetzt speziell 60 und 80 hat, ist man safe. Das ist für behüllte Viren, die einfachen Viren, absolut zerstörend. Tödlich kann man ja nicht sagen, weil die leben ja so gesehen, meiner Meinung nach jedenfalls nicht. Ja, das hat auch mal einer in die Kommentare geschrieben, die Wissenschaft streitet sich nicht sich noch, ob ein Virus denn jetzt nun nicht lebt oder doch lebt oder sonst wie. Ich persönlich bin der Meinung, der lebt nicht, aber kann man sich kloppen. Gut. Wir wollen jetzt also lediglich was haben, womit wir Viren killen können. Grundsätzlich ist ein 70-prozentiges Alkohol-Desinfektionsmittelchen auch das, was jedes Labor dieses Planeten anwendet und seine Tische, Stühle, Geräte und so weiter und so fort nach Verwendung in der Mikrobiologie zu sterilisieren bzw. zu desinfizieren. Was anderes nehmen die da auch nicht. Es gibt so lustige kleine Sprühflaschen, zack, 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 zack und gut ist. Habe ich selber auch schon oft genug gemacht. Ja, und 70-prozentiger Alkohol reicht auch vollkommen aus, um eben entsprechend Coronaviren kaputt zu bekommen. Und wie kriegt man jetzt 70-prozentigen Alkohol? Naja, man nimmt fast 100-prozentigen Alkohol und 30% Wasser und Gutes. Nur leider haben wir halt nur fast 100-prozentigen Alkohol und deswegen nehmen wir lieber 20% Wasser. Dann kommen wir auf insgesamt wahrscheinlich in der Menge dann auf irgendwas, das so 73, 74, 75% Alkohol hat und damit nicht ein 70-prozentiger ist, aber es funktioniert auch ganz gut. So, und wie machen wir das jetzt? Naja, jetzt brauchen wir irgendein schönes Gefäß, wo wir das jeweils gut abmessen können, da ich keine riesige Menge davon haben möchte, weil ohnehin kein Desinfektionsmittel ich persönlich brauche. Also ich bin noch nicht so weit mit der Panik, dass ich jetzt der Meinung bin, ich müsste mir ständig die Hände desinfizieren. Und deshalb mache ich mir so ein kleines Röhrchen, das reicht vollkommen. Das hat 45 Milliliter. Okay, machen wir es nicht ganz voll. Machen wir 40 Milliliter. Das heißt, wir müssen 80% Spiritus jetzt hier reinkippen und 20% Wasser. Das heißt, weiterhin 80% von 40 sind 32 Milliliter und dann kippt man noch 8 Milliliter Wasser obendrauf und fertig ist unser Desinfektionsmittel. Ja, bitte sehr. Also. Dreh. Noch nicht offen, glaube ich. Doch, jetzt. Ja, der gute Spiritus ist immer sehr sicher verschlossen. Und wenn man ein bisschen klickert, ist auch nicht schlimm. Ist nur Spiritus, verdampft sofort wieder an der Luft. Nur trinken sollte man den halt nicht. Und selbst dann, allzu giftig ist der gar nicht. Man spuckt halt nur sofort wieder alles aus, was man in letzter Zeit gegessen hatte, weil da ja diese Vergrämstoffe drin sind. Diese Vergrämstoffe sind übrigens auch daran schuld, dass in der Outdoor-Szene gerne mal diskutiert wird, ob man denn jetzt nur mit Spiritus was desinfizieren kann oder nicht. Weil viele Leute denken, durch die Vergrämstoffe ist der bestimmt super, super unglaublich giftig, blablub und so weiter und so fort. Die sind schon nicht gesund. Ja, das sind sie mit Sicherheit nicht. Aber primär sind die einfach dafür, dass kein Superalkoholiker auf die Idee kommt, sich mit Spiritus in irgendeiner Form einen Trinkalkohol herzustellen. Weil den mit Wasser verdünnen, dann kriegst du den auch auf Wodka-Niveau runter verdünnt. Ist überhaupt kein Problem, nur schmeckt der dann halt immer noch scheiße. Dafür sind diese Vergrämstoffe da. Die ändern nichts dran, dass das Zeug als hochprozentiger Ethanol virozide Wirkung hat. Ja, also Viren killt und Bakterien im Übrigen auch. So, passt das? Ne, da muss noch ein Hauch mehr rein. So. Tropf, Tropf, Tropf. Aber wie gesagt,
Das Coole an Alkohol ist, an super hochprozentigem, der löst sich so schnell auf, der trocknet so schnell und wird so schnell gasförmig, dass man sich wirklich keine Sorgen machen muss, wenn man ein bisschen kleckert, bis man irgendwo hingeht. Okay, man stinkt vielleicht kurze Zeit ein bisschen Alkohol, aber bis man irgendwo hingeht, ist das schon wieder verdampft und so weit weg. Gut, vielleicht, damit man das hier mal gesehen hat. Das ist also so ein kleines Gefäßchen, das hat hier eine entsprechende Skala drauf mit Milliliter-Angaben, Dreh. Und da habe ich mir jetzt 32 eben abgefüllt. Fülle das jetzt noch auf mit 8 Milliliter Wasser. Habe ich hier in meinem Kesselchen. Es wird empfohlen, abgekochtes Wasser zu nehmen. Das ist jetzt stinknormales aus dem Hahn. Das ist allerdings auch eine weltweite Empfehlung. Ja? Je nachdem, in welcher Region man lebt, kann man eben Wasser aus dem Hahn nicht vertrauen. Unser Wasser aus dem Hahn ist fast keimfrei. Ob man das jetzt vorher noch abkocht oder nicht, ich persönlich behaupte, das macht keinen großen Unterschied. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann das natürlich trotzdem noch abkochen. So, jetzt kommt noch eine ganz wichtige und überaus bedeutende Zutat, die man aus der Homöopathie kennt, nämlich schütteln. Fertig. So, und damit haben wir ein problemfrei funktionierendes Oberflächendesinfektionsmittel. Und wenn wir jetzt noch so eine Sprühflasche haben vom Gärtner oder zum Gärtnern, da müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Das ist stinknormales Plastik. Das wird von Alkohol, auch hochprozentigem Alkohol, nicht aufgelöst oder angegriffen oder sonst irgendwie. Vielleicht ganz langfristig irgendwann mal, aber so eine Flasche kostet ja nicht viel. Kippen das da rein. Tada. Das ist natürlich nur ganz wenig. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt sprühen kann. Machen hier den da wieder drauf. Spiritus kostet übrigens 2 Euro der Liter. Und geht nicht, zu wenig. Ah, jetzt. Ah! Und jetzt stinkt es, als wäre ich Alkoholiker, wenn ich hiermit durch die Gegend sprühe. Aber ich kann damit jetzt wunderbar diesen Becher desinfizieren. Tada! Dieser Becher ist jetzt desinfiziert. Man müsste ihn jetzt noch vielleicht abreiben. Aber nochmal, das Zeug trocknet auch super schnell. Das Resultat der Mischung ist so, ja, wie gesagt, schätzungsweise 75%ig. Das reicht vollkommen, beziehungsweise ist auch nicht zu viel. Also nochmal zwischen 70 und 90 sind wir relativ safe. 75 ist also ein optimaler Wert. 85 wäre auch noch okay. Und damit kann man sich jetzt auch die Hände desinfizieren, problemlos. Wichtig ist beim Händedesinfizieren nicht zu wenig Desinfektionsmittel nehmen. Das machen viele Leute falsch, dass sie nur eine ganz, ganz minimale Menge auftragen. Gerade wenn wir nur improvisiertes Desinfektionsmittel haben, das zwar auch funktioniert, aber da sollte man dann wirklich gucken, dass man, ich sag mal, einen Sprühstoß pro Hand aus meiner großen Sprühflasche hier, darf das schon sein. Und man sollte ungefähr 30 bis 45 Sekunden lang noch feuchte Hände haben und auch schauen, dass man das halt überall an der Hand verteilt. So, und da wir auf Nummer sicher gehen wollen, wenn wir schon der Meinung sind, Desinfektionsmittel zu brauchen, dann nehmen wir besser 2 Sprühstöße pro Hand, weil das Zeug kostet ja jetzt nichts mehr. Und schwuppdiwupp haben wir super desinfizierte Pfoten, fühlt sich auch sehr desinfiziert an. Ich kenne das Gefühl noch gut aus dem Labor. Und gut ist, ne? Problem ist jetzt folgendes, wenn wir das dauernd machen, oder beziehungsweise oft, dann ist das nicht gut für die Hände. Weil es ist, wie gesagt, Impro-Desinfektionsmittel, nicht das teure Zeug aus dem Handel. Das heißt, es ist irgendwie entfettend. Das heißt, man kriegt seine Hände äußerst trocken. Es stört den Fettfilm der Haut und fühlt sich auf die Dauer wirklich nicht gut an. Auch jetzt habe ich so ein komisches Gefühl zwischen den Fingern, das sich nicht gut anfühlt. Dafür sind die aber keimfrei. So. Jetzt auch nochmal wichtig, woran wir denken müssen, wenn wir uns mit Spiritus die Pfoten desinfizieren. Wenn man jetzt auf die Idee kommt, sich die Finger abzuschlecken nach dem Essen oder was mit den Händen zu essen, dann wird man eventuell die nächsten 10, 20, 30, 40 Minuten, sage ich jetzt mal, vielleicht auch eine ganze Stunde, den Effekt von dem Brechmittel, was hier drin ist, eventuell geringfügig bemerken. Geringfügig bis deutlich, ja.
Ich halte das für einen Vorteil, weil was man ja auf keinen Fall machen soll, ist sich mit den Fingern dauernd im Gesicht rumfuhrwerken, weil man sich dann ja wunderbar anstecken kann. Und dadurch, dass man jetzt Hände hat, die scheiße schmecken, fuhrwerkt man sich damit eventuell noch weniger im Gesicht rum. Beziehungsweise sobald man ein paar Mal dieses Brechmittel abbekommen hat, hat man irgendwann mal gelernt, Finger dir nicht im Gesicht rum zu Zeiten von Corona. Ne? Und damit ist vielleicht, je nachdem, wie man so persönlich drauf ist von der Psyche her, ein besseres Desinfektionsmittel als das Zeug aus der Apotheke, was halt was niemanden in keinster Weise irgendwie was tut. So, das Problem mit der Anfälligkeit für die Haut, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber nach meinem chemischen Verständnis kann man in so eine Flasche auch noch ein Stück Kernseife reinschmeißen, auf einen Liter etwa 5 Gramm, sollte reichen, na, sagen wir mal 7 Gramm, und hat dann ein bisschen Glycerin da noch drin. Das hochoffizielle Rezept für selbstgemachte Desinfektionsmittel, was die WHO herausgegeben hat, enthält nämlich neben Ethanol und Wasser, abgekochtem Wasser, noch Glycerin, eben für die Haut, Wasserstoffperoxid oder Chlordioxid. Ich glaube, die beiden Optionen gibt es, oder sie haben einen Mix aus beiden. Und die sind nur einfach dafür da, falls da bei der Herstellung Keime reingekommen sein sollten. Andere Keime, schlimmere Keime, und um es länger haltbar zu machen, damit eben genau das der Fall ist, dann ist es länger haltbar, dann ist es noch ein bisschen praktischer anzuwenden. Aber man muss ja auch im Hinterkopf behalten, die WHO-Empfehlung ist für die ganze Welt, die ist also auch für die Slums in Indien gültig, beispielsweise. Und da ist noch ein bisschen Wasserstoffperoxid oder Chlordioxid drin, durchaus eine gute Idee. Helfen tut es aber auch ohne. Ja, das sind also nur Ergänzungen, und die sind jeweils auch nur in 1 oder 2% in der Gesamtmischung vorhanden, Wasserstoffperoxid und das andere Dingens. Ein 70%iges Ethanolgemisch ist also wunderbar. Wer Stroh rum hat, kann auch den nehmen. Kein Scheiß, funktioniert wirklich. Und der schmeckt dann auch besser, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, wie man das trinken kann. Es ist mir ein Rätsel. Also ich selber mag meinen 46%igen Whisky schon noch. Ich habe auch schon mal Cask Strengths getrunken. Also den unverdünnten direkt aus dem Fass. Der hatte, glaube ich, 64. Und habe da dran genippt und habe festgestellt, boah. Also A, ja, das Zeug hat massiv Aroma. B, das ist so scheiße alkoholisch, dann hast du das Gefühl, du trinkst Lösungsmittel. Also ich mag Whisky, aber 64% ist echt zu viel. Das macht keine Freude mehr. Gut, soviel zum Alkohol. Schnitt, und dann hatte ich noch eine Kleinigkeit. Ja, da der Ironiefaktor bei der folgenden Anwendung vielleicht doch nicht so ganz deutlich rüberkommt, möchte ich es nochmal ausdrücklich dazu sagen. Das Folgende ist mehr so als theoretische Maßnahme und mehr so als Gag zu verstehen. Das wäre höchstens, wenn überhaupt, empfehlenswert für irgendwelche krass tödlichen, hochinfektiösen Ultrakeime, die in Form einer Wolke irgendwo vorliegen, und durch diese Wolke müsste man jetzt durchlaufen und hat keine andere Möglichkeit, als da durchzulatschen, und muss sich da irgendwie improvisiert schützen. Ja, also für so völlig bekloppte, fiktive Endzeit-Szenarien ist das Folgende gedacht. Jetzt zu Zeiten von Corona ist das völliger Käse. Ich fand es nur lustig, es mal zu erwähnen. Also nochmal, das ist eher ein Gag und bestenfalls zum, naja, ich habe es jetzt halt mal gehört und mal gesehen, und nicht zum wirklich Anwenden, und schon gar nicht jetzt. Ne? Also, jetzt können wir weitermachen. Buha! So, Folgendes. Es gibt ja auch keine Atemschutzmasken mehr zu kaufen. Jetzt ist natürlich die Option, dass man sich so ein Ding auch improvisiert. Dazu kann man tatsächlich einen stinknormalen Schal sich vor die Nase binden, das hilft schon mal. Das Blöde ist nur, also ein bisschen, ne, nicht viel, aber ein bisschen. Und hin, die Atemschutzmasken helfen auch nur, in Anführungszeichen, 98%. Die sind, mehr dichter gibt's die nicht. Eine Gasmaske, die hilft dann irgendwann 100%, wer mit sowas rumrennen möchte. Aber, man sieht mich kaum, ich weiß, das Licht ist wieder ein Problem. Egal. Das Problem ist, wie ich jetzt gerade schon merke, seit ich mit dem Ding hier da sitze, man atmet die Teile ja feucht. Das gilt auch für die professionelle Atemschutzmaske, genauso wie für meinen Schal hier. Und wenn man die feucht atmet, haben die irgendwann ein wunderbar feuchtes, warmes Mikroklima, das ganz, ganz toll ist für Krankheitserreger aller Art. Das heißt,
so ein Ding hilft einem jetzt selbst, um nicht erkrankt zu sein. Gerade so ein Schal, so ein improvisierter, der hilft höchstens so lange, bis er außen beginnt, feucht zu sein. Ja? Höchstens so lange. Und wie lange ist das? Naja, wenn man die ganze Zeit quatscht oder viel atmet, weil man sich bewegt, 1 bis 3 Minuten. Irgend sowas um den Dreh. Jo, und danach hilft er schon nicht mehr. Aber, ja, ein gewisser Filter vorm Gesicht, ein gewisser mechanischer Schutz, der die allermeisten Viren, wenn ich jetzt zum Beispiel angenießt werden würde, aufhält, und da müsste man das natürlich noch ein bisschen weiter hochziehen hier und noch mal ein bisschen dicker und fester machen und so irgendwie, dann würde das schon mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit helfen. Was auch viel im Internet diskutiert wird, ist eine Infektion über die Augen. Das ist theoretisch möglich. In der Praxis können wir noch keinen einzigen Fall bestätigen, wo das wirklich so gewesen ist. Deswegen muss man sich darüber dann wirklich derzeit nicht allzu viele Sorgen machen. Spätestens jetzt beginnt der Außen wirklich feucht zu werden und hätte jetzt ein tolles Verbreitungsmilieu für irgendwelche Viren. Das heißt, ich kann jetzt damit zwar noch rumrennen, aber sobald mich jetzt jemand anniesen würde oder ich zumindest in die Nähe von jemandem kommen könnte, der vor 3 Wochen mal gehustet hat oder sonst wie, dann ist das schon gefährlich und dann habe ich hiermit jetzt ein höheres Risiko, eventuell zu erkranken, als wenn ich ganz ohne das Teil rumrennen würde. So. Das heißt, das ist blöd. Was kann man da tun? Naja, man kann das Ding regelmäßig, indem man halt so rumrennt, lalalalalala, und sich dann regelmäßig dieses Ding da desinfiziert. Und dabei ist wichtig, Augen zu machen. So, die gute Nachricht, da ist jetzt nichts mehr infektiös. Da ist für die nächsten 1 bis 2 Minuten auch nichts infektiös, ja? Also da geht alles kaputt an Virus, was da jetzt ankommt. Ja, höchstens 1 bis 2 Minuten. Der Haken ist, wenn man das eine Weile einatmet, ist man besoffen. Oh Gott. So. Also in der Theorie funktioniert das. Boah. Aber in der Praxis überwiegen die Nachteile, die Vorteile dann doch bei weitem. Jo, also, das war Bens lustiger kleiner Chemiebaukasten für Freude der kleinen lustigen Chemie, die man daheim machen kann. Das Zeug nicht trinken, das Zeug nicht nach Möglichkeit großartig sonst irgendwie aufnehmen, aber wenn man es auf die Haut bekommt, ist es erstmal, also wenn es nicht dauernd passiert, relativ harmlos. Trotzdem, wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann auch Handschuhe anziehen. Und ja, das war's, was ich dazu noch zu sagen hatte. Macht's gut und ich bin jetzt besoffen gefühlt.